deine Oma putzt. Ja. Deine Tante auch. Guck mal. Hallo Zoe. Eigentlich sollte es heute ein Familientag werden, aber... Ist doch einer. Alle helfen sie. Ein Familienputztag. Ich darf ja nicht mehr. Ja, ganz froh drüber. Eine gute Ausrede. Ich habe jetzt ein bisschen mehr so im Ausschnitt gezogen. Guck mal, Zoe, ein Marsmännchen. Ja. Oma-Marsmännchen. Oma-Marsmännchen im schicken gelben Sack. Oma im Sack. Die Oma im Sack. Wiederverwendbar. Nee, die Beinfreiheit. Oh, jetzt macht er Minirock drauf. Ja, also in dem Fall kannst du dir die Sau auch eine Hose zusammenlegen. Genau. Okay. Ups. Guck, Zoe, die Oma streicht für dich. Ja. Nochmal alles nach, damit das schön ordentlich ist. Die hat nämlich mehr Erfahrung wie ich. Ich habe schon ein paar Zimmer gestrichen. Für sieht auch ganz schön aus, hast du gesehen, extra verkleidet. Ja, ist der Oma-Look. Aber so alt ist sie ja noch nicht. Dann gucken wir mal, wo die anderen sind. Opa und Papa sind unterwegs. Tante putzt immer noch Fenster. Ja, aber deine Mama ein bisschen faul ist heute. Oh! Ich habe gerade gesagt, ich putze jetzt dein Kinderzimmerfenster. Das übernehme ich. Nein, Mama darf das. Dein Onkel sitzt da. So, halt. Na, Onkel. Schwer zu erklären. Aber Onkel. Wurst. Was ist hier korrekte Handtuchwurst? Guck mal so, was der Opa hier lecker macht. Sternchen. Macht sich das Universum in der Zimmer. Richtig. Gratulation. Papa ist stolz. Er hat seine erste Bahn geklebt. Ja, Mann, gar nicht schlecht. Hat richtig gut gemacht. Was? Papa. Also Beine macht Papa. Ne, Papa, auch hier die Kante, ne? Zum Ende andrücken. Ja, das, ne? Meine Patentante ist jetzt auch mittlerweile hier. Jetzt ist die ganze Sippschaft da. Genau. Alle nur für dich. Nur für dich. Da ist Onkel. Oh, hast du gut ausgesucht. Prima. Papa. Nee, du bist... Komm mal wieder. Vorkreisern. Das ist Opa. Vorkreisern, hast du gesagt. Tante steht im Dunkeln, die sieht man glaube ich nicht. Mein Oma, alle sind da. Ja, und ich bin jetzt fertig. Da. Papa will gefilmt werden bei zweiter Bahnklee. Mit Opa. Mit Opa. Ja, mach Papa allein. So. Papa macht die Sterne himmel. Oh. Mama? Ja, ja, ne? Denk daran. Auf Kante, Schatzi. Zoe, auf Kante. Rülps nochmal. Weißt du so? Entschuldigung. Da musst du dich dran gewöhnen, Schatzi, das ist Papa. Ja, aber du darfst das auch. Weil, wie gesagt, ich rülpse, aber du kotzt mir auf die Schulter. Ja, das haben wir gestern, ne? Ne, also das muss man ja auch mal dann. Echt? Ja, können wir, oder? Sie gab mal eine Matosole auf Das muss ich schneiden. Was musst du schneiden? Dein Popo gewackelt.
Ja, was hältst du auch die Kamera da drauf? Die ist runtergefallen. Schrank steht. Kannst du auch nach unten schauen? Ja, und Wasser gleich. Unten war ich auch. Ja, jetzt mal. Schön. Schrank steht, muss auch filmen. Du. Aber er ist mich. Reicht. So, dein Schrank steht auch schon, den haben wir mit 5 Mann aufgebaut. Ich weiß, aber so findest du keine... Ich quatsch dich wieder Müll. So, dein Kleiderschrank steht. Sternsamt ist fertig. Ja. Fertig! Ist ja cool, ey. Ja, nimmst du mal vor die Kante, ja. Guck sie dir morgen an. Schön, ne? Mama, Zahnbürste. Andersrum. Muss der Papa mal die Mama verbessern. Das, warum könnte das nicht alles so sein, ne? Passgenau kannst du die anbringen. Konzentriert. So, heute ist der 6.11. 6.11. Und es ist soweit fertig. Nur noch Kleinigkeiten. Nur noch Kleinigkeiten. Es ist alles schön gelb. Nein. Mango. Ach ja, Mango. Ja. Dann geht's hier oben weiter. Tralala. Dann geht's ab in die Milchstraße. Auch alles fertig und schön. Das wollen wir nicht filmen, da die kleine Ecke. Ja, wir haben es nicht ganz richtig gemacht, wie du siehst. Ein bisschen Verschnitt hatten wir. Jubel die Gratz, ratzfatz. Die Tür dazwischen. Verdächt. Tschüss. Allerschönst. Und nochmal was in eigener Sache. Weißt du, wie geil eine Graffiti-Tapete ist? Kann ganz doll schick sein. Aber nicht im Kino. Nur am Rande. Ja, Mai. Dein allererster Spielplatz. Mhm. Von Oma und Opa. Mit toter Ente. Baller. Und natürlich, wie es sich gehört, kein Mehl mit Spiegel. Ach, guck mal. Ein Beinschrieben. Aber ich kenne ja gar keine Schäne wie der Papa. Ein Beinschrieben. Aber ich kenne ja gar keine Schäne wie der Papa. So, wenn man sich sieht, so sieht das aus, wenn man zum Zahnarzt kommt, 700 alles rausgerissen hat und aber ich habe immer noch hängen. ja, guten Tag. Werk ist vollbracht.